Moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Kürzlich hatte ich euch ja die Ruinen von Moorstedt Sets vorgestellt und am Ende des Videos gefragt, ob euch auch die Bemalung der Stevalin-Bauteile interessieren würde. Daher geht es in den folgenden Minuten um die farbliche Gestaltung und obendrein auch um eine Variante, die Ruinen ordentlich zuzuwuchern. Alle Tipps sind natürlich auch auf anderen Geländestücken aus anderen Materialien einsetzbar. Das Wichtigste, was ihr diesmal neben den üblichen Bemalutensilien braucht, sind Pigmente. Ja, Pigmente. Denn wie man Geländestücke nur mit Acrylfarben und Washes bemalt, habe ich ja schon in vielen TWS-Videos gezeigt. Daher nun der Einsatz von Pigmenten, die sogar ein paar Vorteile bieten, zumindest wenn ihr einen natürlichen, chaotischen Look wollt. Pigmente bekommt ihr im Künstlerbedarf oder online und je nach Farbton kostet ein großer Topf ab ca. 6 Euro aufwärts. Ich habe hier 5 Pigmente, aber auch schon mit 2 bis 3 erdigen Farbtönen lässt sich prima arbeiten. Eine Sache aber noch vorweg, wenn ihr Stevalin oder andere Gipsarten oder auch MDF bemalen möchtet, achtet vorher beim Verkleben darauf, dass möglichst kein Leim aus den Fugen herausquillt. Denn der Leim versiegelt dann die Oberfläche, sodass die Pigmente und Farben nicht vom Untergrund aufgenommen werden können. Dort müsst ihr dann später manuell nachmalen. Aber ihr könnt solche Stellen oder sonstige Lücken später auch ganz einfach mit Bewuchs verdecken. Ich habe die Bases aller Geländestücke aus dem Ruin von Moorstedt Video bereits mit einer selbst angerührten Strukturpaste gestaltet. Dafür habe ich ganz einfach ein dunkles Braun mit viel Wasser und Holzleim verdünnt, um dann gesiebte Blumenerde und etwas Strandsand hinzuzugeben. Nach dem Auftragen habe ich hier und da noch ein paar Steinchen und Strandsand aufgestreut und ein paar kleine Äste hineingesteckt. So, nun geht's aber mit der Bemalung los, genauer gesagt mit den Pigmenten. Deckt euren Arbeitsplatz unbedingt großzügig mit Küchentüchern ab, um den anfallenden Farbstaub direkt auffangen zu können. Schnappt euch dann einen großen weichen Pinsel, um die Pigmente nacheinander an verschiedenen Stellen aufzutragen und dort zu verreiben. Nicht flächendeckend, sondern nur hier und da. Seid dabei nicht geizig, besonders in den Vertiefungen soll man die Pigmente klar erkennen können. Macht das Schritt für Schritt mit all euren Pigmenten. Wie ihr seht, nehme ich verschiedene Brauntöne und einen Grünton für die Fliesen und den unteren Bereich der Mauern. So, das sieht jetzt zwar irgendwie noch nicht nach Bemalung aus, aber so soll's erstmal aussehen. Mischt euch nun 2 Acrylfarben an. Und zwar die Hauptfarbe für eure Geländestücke und einen etwas dunkleren Ton als Schattierung. Jeweils mit einem extra Schuss Leim zum Versiegeln. Beide Farben werden übrigens nun stärker als üblich mit Wasser verdünnt, denn es soll eine Art Contrastfarbe entstehen. Also nicht so deckend wie ein normaler Farbauftrag, aber auch nicht so dünn wie ein Wash oder gar eine Lasur. Außerdem bereite ich noch ein knalliges Blaugrün und ein Rotviolett für kleine Nass-in-Nass-Farbtupfer vor. Ist alles angerührt, kann es auch schon losgehen. Tragt eure Hauptfarbe mit einem großen Pinsel per Tupfen auf, damit diese eigenständig an den Geländestücken herunterläuft und sich dabei mit den Pigmenten zu neuen Farbnuancen vermischt. Durch die verdünnte Hauptfarbe kommen die Pigmente dabei prima zur Geltung, gleichzeitig schimmert an den Kanten und erhöhten Stellen das weiße Stevalin durch. So habt ihr Farbverläufe und natürliche Highlights mit nur einem einzigen Farbauftrag und ganz ohne Trockenbürsten. Mit einem kleinen Pinsel werden dann all die Stellen betupft, die ihr mit dem großen Pinsel nicht erreichen konntet. Dabei wird auch eure dunklere Farbe hier und da für Schattierung hineingetupft. Und auch die beiden knalligen Farben. Das ist natürlich rein optional, aber ich wollte einfach dieses Mal solche kleinen Farbtupfer abseits von den natürlichen Steinfarben haben. Ist das erledigt, werden alle Bodenbereiche noch mit einem verdünnten Erdbraun bemalt, in das ebenfalls reichlich Holzleim zum Versiegeln enthalten ist. Damit werden dann die Bodenbereiche und Fliesenkanten verblendet, um dort gleichzeitig auch die restlichen Pigmente aufzulösen. Alle Hölzer bzw. Stöcker bekommen dann noch einen dunkelbraunen Holzanstrich für einen deutlichen Kontrast gegenüber der restlichen Umgebung. Sobald alles getrocknet ist, folgen 2 Trockenbürstschritte mit eurem aufgehellten Erdbraun und einem hellen Sandton. Wer verdorrtes Fantasy-Gelände oder postapokalyptische Geländestücke haben möchte, ist nun auch schon fertig. Aber ich persönlich hätte es gern noch ein wenig grüner. Daher lasse ich nun den Gärtner kommen.
Zuerst mit etwas Grasstreu, wie immer in 2 bis 3 verschiedenen Farben, beziehungsweise einem Hauptstreu und 1 bis 2 Nebenstreus. Mischt zum Auftragen leicht verdünnten Holzleim an und lasst die Streus durch ein kleines Sieb auf die Bases rieseln. Alles übers Begrünen mit Grasstreu habe ich euch ausführlich im oben verlinkten Video zusammengefasst. Solche Grasböden sind zwar bereits ganz schick, aber mir ist das noch nicht genug grün. Daher kommen noch etwas Flock und Turf zum Einsatz. Beides ist im Prinzip eingefärbter Schaumstoff in unterschiedlichen Körnungen. Von grob und klumpig zu fein und fast pulverig. Tragt mit einem feuchten Pinsel etwas puren Holzleim auf, um den Leim diesmal nur minimal zu verdünnen. Denn so könnt ihr das grobe Flock richtig schön in den Leim hineindrücken. Streut danach feineres Flock drüber und schließlich das ultrafeine Turf. Schon sind eure Büsche und Ranken fertig und müssen nur noch fixiert werden. Wie immer sieht auch so eine Begrünung realistischer aus, wenn ihr mehrere ähnliche Farben mixt. Und natürlich könnt ihr auch Islandmoos oder andere Materialien zum Gestalten verwenden. Abschließend sollte alles aber unbedingt gut fixiert werden, damit weder Streu, noch Flock, noch Turf oder irgendwelche Restpigmente von euren Geländestücken herunterrieseln. Tiefengrund oder Haftgrund ist dafür an sich prima, allerdings würde dies auf den Stein einen leicht seidigen Glanz hinterlassen. Daher nehme ich dieses Mal einfach mit Wasser verdünnten Holzleim, den ich großzügig mit einer Sprühflasche auftrage. Seid damit keinesfalls sparsam, der milchige Mix trocknet transparent weg und verklebt dabei alles. Damit wären diese verwucherten Ruinen dann auch schon spielbereit. Ich hoffe, euch hat die Bemalvariante mit den Pigmenten gefallen, ist halt mal was anderes als wie sonst üblich nur mit Acrylfarben und Washes zu arbeiten. Welches Ergebnis gefällt euch ansonsten besser? Verdorrt und ohne Bewuchs oder herrlich grün und zugewuchert? Schreibt's gerne in die Kommentare, wir sehen uns ansonsten nächsten Freitag, bis dann!